Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Liam und in diesem Video möchte ich euch den Deep Brain Chain Coin vorstellen. Bevor ich den Coin vorstelle, bitte lasst ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal und wenn ihr Fragen habt oder auch Infos, bitte nutzt den Kommentarbereich. So sind wir alle immer up to date, falls es irgendwelche Neuigkeiten auch gibt oder ihr noch Fragen habt und ja, ich euch diese dann beantworten kann. Gut, dann können wir uns mal ein paar Infos zu dem Deep Brain Chain Coin anschauen. Und zwar habe ich dazu eine kleine PowerPoint-Präsentation gemacht. Es sind halt ein paar kleine Randinfos. Ihr müsst euch natürlich selber halt auch informieren. Am besten das White Paper durchlesen, so dass ihr wirklich dann vieles über den Coin erfährt. Nur ich habe diesen Coin jetzt ganz kurzfristig mit aufgenommen, weil ich den sehr interessant fand und er auch noch nicht so lange im Coin Market Cap enthalten ist. Das heißt, dass der Preis in den, ich sag mal, 90%, 95% der Fälle auf jeden Fall noch sehr günstig ist und noch einiges an Potenzial vorhanden ist, dass der Preis halt viel weiter steigt. Okay, dann kommen wir mal zu den Infos und zwar einmal, der Deep Brain Chain Coin verbindet AI mit der Blockchain-Technologie. AI ist halt die künstliche Intelligenz, die dann halt mit der Blockchain verbunden sein wird. Dieser Coin ist günstig, sicher und dezentralisiert nutzbar, um eigene Algorithmen sicher zu nutzen. Und der Coin, also die Firma sozusagen, die den Coin erstellt hat, hat diverse Kooperationen mit Siemens, Huawei, Lenovo und vielen weiteren. Das erstmal als erstes. Wir können ja mal hier den Deep Brain Chain Coin kurz mal aufrufen, so dass ihr auch wirklich sehen könnt, dass er noch nicht so lange bei CoinMarketCap gelistet ist. Das ist der Chart bei All, also gesamte Laufzeit. Und ihr könnt hier sehen, am 28. Dezember wurde der Coin hier, ja, released und der lag dann halt bei 8,8 Cent und hat jetzt schon eine circa 300-prozentige, ich guck mal, 23 Cent, naja, fast 300-prozentige Wertsteigerung innerhalb von 7 Tagen, was natürlich schon sehr, sehr gut ist. Aber ich denke, da wird noch einiges möglich sein, gerade auch, weil die Firma selber gute Kunden hat, oder Weltkonzerne besser gesagt, unter anderem halt, wie gerade gelesen, Siemens oder Lenovo und Huawei. Das sind natürlich sehr, sehr gute Großkonzerne, die mit denen, die dann halt auch da wahrscheinlich sehr gut zusammenarbeiten können. Der Coin ist des Weiteren auch noch nicht auf den, ja, ich sag mal, bekannteren, meiner Meinung nach, Börsen enthalten. Wie Binance jetzt zum Beispiel oder Cryptopia. KuCoin, ich bin selber nicht bei KuCoin. Ich habe da jetzt auch noch nicht dementsprechend investiert in diesen Coin, aber das werde ich sicherlich in den nächsten Tagen auch machen. Nur ich wollte das Video jetzt halt ganz kurzfristig veröffentlichen, so dass ihr dann halt die Infos relativ frisch noch bekommt für diesen Coin und der Preis natürlich nicht allzu hoch dann ist. Aber wie gesagt, KuCoin ist der Coin gelistet, dann L-Bank und Allcoin. Ich kenne diese drei Börsen jetzt auch noch nicht. Wahrscheinlich kennt der ein oder andere von euch die. Vielleicht könnt ihr auch was im Kommentarbereich dazu schreiben, ob das wirklich große bekannte Börsen sind oder ob es da vielleicht auch Risiken gibt. Ich weiß das halt in dem Fall noch nicht. Und was es noch über den Coin zu sagen gibt, ist einmal, dass 900 Millionen jetzt bereits ausgeliefert worden sind und insgesamt 10 Milliarden die Gesamtmenge sein wird. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 207 Millionen 331.000 Dollar. Und ja, in den letzten 24 Stunden wurden 24 Millionen umgesetzt. Wir können jetzt auch nochmal bei dem Coin auf die Webseite gehen, genau hier. Und da gibt es dann halt einmal ein Video zur Erklärung des Coins und die Vision halt, was sie halt als Vision sehen hier: privat, flexibel, günstig, sicher, dezentralisiert und natürlich
die Verbindung mit der AI. Da könnt ihr das nochmal sehen. Und es sind natürlich viele, viele gute Ansätze. Ob es nachher so sein wird, wird man dann im Laufe der Zeit auch sehen. Aber ich denke schon, dass der Coin auf jeden Fall Potenzial hat. Das ist jetzt keine Anlageberatung, das ist meine persönliche Meinung. Bitte macht immer eure eigenen Recherchen dazu und entscheidet natürlich auch dann, ob das was für euch ist oder nicht. Aber letztendlich hier steht auch nochmal mit günstigen Kosten, privat, flexibel, sicher, Innovation und so weiter und so fort. Das könnt ihr alles natürlich auch dann in Ruhe durchlesen. Hier ganz oben, wenn ihr auf der Seite seid, ja, hier ist der White Paper. Da könnt ihr das downloaden und euch in Ruhe auch nochmal durchlesen. Genau, und hier steht nochmal Investment Institutionen, strategische Partner, Blockchain, Partnership in Blockchain-Technologie, NEO, ja, und CBL. Und hier ist dann auch nochmal die Roadmap von 2002. Also das hat schon einige Jahre ist das schon am Laufen. Und das ist natürlich auch schon mal ein gutes Indiz, finde ich, dass der Coin jetzt nicht gerade seit gestern oder seit 2, 3 Monaten, was auch nicht unbedingt heißen mag, dass das jetzt kein Potenzial hat, wenn ein Coin vielleicht seit 3, 4, 5 Monaten erst hier irgendwie released wurde und dadurch weniger Potenzial vorhanden ist. Also das soll es nicht sein, aber ich finde es schon immer interessant, wenn Coins eine lange oder längere Geschichte haben. Und dementsprechend sieht man, hier haben die einiges schon erledigt. Wie gesagt, lest euch das in Ruhe durch. Und hier stehen dann halt nochmal für das erste Quartal die Planung und halt hier mit der dritten Phase und ja, und so weiter und so fort. Hier auch nochmal im zweiten Quartal einige Infos. Also von daher ist das schon ganz in Ordnung, was da halt mitgeteilt wird, dass man auch up to date ist. Und hier seht ihr nochmal die ganzen Kunden von Deep Brain Chain. Unter anderem halt Siemens, Microsoft ist auch dabei, Huawei kennen auch sicherlich viele, ein chinesischer Handyhersteller, ganz groß im asiatischen Raum, Lenovo auch bekannt. Und einige chinesische oder asiatische Firmen dann, die dann auch noch mit dabei sind als Kunden. Also von daher finde ich, ist Deep Brain Chain ein interessanter Coin, der noch nicht, wie gesagt, so lange hier beim CoinMarketCap drauf ist und dementsprechend auch, finde ich, noch nicht so bekannt ist. Aber er ist schon auf Rang 120, also vielleicht ist er doch bekannter, als ich dachte. Aber trotzdem denke ich, da ist noch einiges an Potenzial vorhanden. Guckt euch den Coin an, informiert euch und wenn er was für euch ist, dann kauft ihn und wenn nicht, dann lasst es bleiben. Also von daher ist das einfach nur eine kleine Info, was es so für neue Coins gibt. Das war's auch jetzt schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte, wie gesagt, einen Daumen nach oben lassen, abonniert meinen Kanal und wenn ihr noch Infos habt oder auch Fragen habt, einfach den Kommentarbereich unter dem Video nutzen. Ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.